Hallo, herzlich willkommen zurück bei Judo Import. Zusammen zum Dan, Staffel 2. Heute mit Technik Erwerbstraining. Ja, das Video hatten wir schon mal. Und ich bin nicht zufrieden mit dem Video. Ich habe es mir letztens angeguckt und ich konnte mir selber nicht folgen. Das ist mal ein sehr schlechtes Zeichen. Ne? Manchmal merkt man das erst nach ein, zwei Monaten, nachdem es raus ist, guckt sie das nochmal an und denkt sich, ach du Scheiße. Ja, so diesen Effekt hatte ich, deswegen versuche ich jetzt, das so kurz und knackig wie möglich zu machen, sodass auch jemand damit was anfangen kann, der nicht in meinem Kopf ist. Gut, also Technikerwerbstraining. Beim Technikerwerbstraining geht es um das Erwerben, das Erlernen neuer Techniken. Die Übungsform der Wahl ist nach dem Skript vom DJB Nagekomi. Einem kooperativen Partner in einer geschlossenen Situation. Das heißt, ich weiß, welche Technik ich machen möchte, sie weiß, welche Technik ich machen möchte. Ich mache jetzt ihren Nagel. Einverstanden? Okay. Das Ganze geht natürlich auch mit Bewegung. Ne? Kommen wir zu verschiedenen Prinzipien des Techniktrainings, das damit einhergeht. Prinzip Nummer 1. Vom Einfachen zum Komplexen. Wir können diese Technik Seonage runterbrechen in verschiedene Bewegungsanteile, die an für sich einfach sind, aber zusammen die komplexe Bewegung ergeben. Wir können anfangen mit dem Gleichgewichtsbruch. Machen weiter mit dem Eindrehen, dann mit der Wurfdurchführung und dem Sichern. Oftmals können wir das verbinden mit dem sogenannten Ganzteil-Ganztraining. Bedeutet, wir zeigen die Technik einmal im Ganzen vor, dann brechen wir das für unsere Schützlinge in die Bestandteile runter, die sie dann einzeln trainieren, und dann am Ende fügen wir das Ganze zu einer kompletten Technik, zu einer komplexen Technik zusammen. Hat einen Nachteil. Der Nachteil ist, es könnte der Eindruck entstehen, dass die Technik nicht flüssig sein muss. Ne? Denn wenn ich diese Technikbestandteile einfach hintereinander mache, hintereinander schalte, sieht es an für sich so aus. Das ist aber kein ordentlicher Judo-Wurf, sondern das Narrativ beim Ganzteil-Ganztraining muss dahinter stehen, dass wir am Ende eine flüssige Bewegung haben wollen. Okay. Prinzip des Techniktrainings Nummer 2. Vom Leichten zum Schweren. Wir können zum Beispiel, wenn wir jetzt, drehen uns einmal um, wenn wir mit Seonage abschließen wollen, können wir mit einer leichteren Technik anfangen. Das Cube-Prüfungsprogramm macht das sogar wie ganz normal und sagt, ja, wir fangen doch einfach mit Seotoshi an. Ne? Und das DJB-Prüfungsprogramm versteht den Seotoshi als Prüfform von Seonage. Ne? Mit gestreckten Beinen. Und wenn wir dann entsprechend die Füße zusammen machen, die Beine schulterbreit machen, in die Knie gehen, guten Bauchkontakt herstellen, aufladen und entsprechend abwerfen, dann haben wir einen Seonage. Was ist genau jetzt so viel einfacher am Seotoshi? Ganz einfach, der Seotoshi verlangt nicht, dass wir in die Knie gehen. Seotoshi wird ja geworfen mit gestreckten Beinen. Das wird der Seonage nicht. Der Seonage ist in die Knie gehen zum Werfen. Und das ist für Kinder ziemlich schwer, weil sie die Muskulatur nicht dafür haben.
Prinzip Nummer 3. Von der Grobform zur Feinform. Folgende Sache werdet ihr des Öfteren mal sehen von Kindern. Nehme ich mal zumindest stark an. Aufgeladen, ganz komisch und dann zur Seite. Weil ihr dem bestimmt mal erklärt habt, Sterne gucken. Ne? Ladet auf, Sterne gucken. Aber ist ja nicht korrekt. Ne? Aber die denken sich, ich muss jetzt irgendwie abkippen. Dann ist es auch nicht flüssig und dann sieht es so plumpsig aus. Ne? Also, Grobform kann in etwa so aussehen. Ne? Ein bisschen plumpsig. Oder im Fall von Seotoshi, ne? Kennt man ja auch, stehen die breit davor. Und wir lassen es trotzdem gelten. Obwohl es natürlich so ein bisschen schöner wäre. Andere Möglichkeiten oder andere Beispiele für Grobformen wären zum Beispiel, ne, dass wir beim Oso Togari dran vorbeigehen, nicht ordentlich gleichmäßig machen, einhaken und ho, ne, ganz typische Grobform und die Feinform. Was wir auch machen können, ist die Höhe zu reduzieren. Zum Beispiel, wir können beim Seonage anfangen, weil das ein relativ hoher Wurf ist für die Kinder zu werfen. Wir können die Bärenhöhle machen. Ich steige einmal über mich drüber. Jetzt gib mir mal deine Hand an. Genau, jetzt machst du eine Fallschule vorwärts herüber. Das wäre eine vorbereitende Übung für das Fallen bei Seonage zum Beispiel. Ne? Höhe reduzieren für den Uke. Oder gehen wir zum Kniestand. Sasai. Auch eine schöne Sache, um für den Uke den Fall zu minimieren. Auch eine Möglichkeit, die Höhe zu reduzieren. Zuletzt sei nochmal gesagt zum Thema Bewegung, weil das mit ja natürlich in die Nährung mit reingehört. Bewegung entlaste ich immer vor, indem die Kinder bei mir diese bei der Erwärmung üben. Ne? Also ne? Ihr kennt bestimmt das Spiel Pac-Man. Das ist so ein Spiel, mit dem man das üben kann. Meistens machen wir es in Bahn, ehrlicherweise. Ne? Aber Pac-Man wäre so eine Möglichkeit, um die Bewegung vorzuentlasten. Und dann könnte man, und ich mache das tatsächlich auch den Kindern auch sagen, such dir eine geeignete Bewegung aus. Ist nicht immer richtig, muss man auch erklären. Aber es ist natürlich immer auch mal ein schönes Erlebnis, wenn die Kinder dann auch auf eine richtige, sinnvolle Bewegung kommen dabei. Okay. Angepeilt waren 5 Minuten. Ich hoffe, ich habe es geschafft. Mein Gefühl sagt, ich habe es nicht geschafft. Okay, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.